Best Price hier. Die musst du dir, da musst du gucken, dass du da irgendwie einen Link zu findest. Am besten in meiner Videobeschreibung, da ist der nämlich drin. Da holst du die besten T-Shirts. Wir haben jetzt den Grill angemacht. Der ist schon hier unter dem Feuer. Die anderen sitzen da einfach nur rum. Es ist hier am Blästern, Leute. Es blästert die ganze Zeit. Hier steht richtig Wasser. Guck mal hier. Die ganze Wiese ist gesättigt. Das wird lustig, ja. Junge. Das wird richtig lustig. Ist der Gorilla oder was? Hä? Hier ist Messi. Ich habe Ralles Gesicht reingeklebt, da musste ich so lachen, Alter. Ich konnte nicht mehr. Ralles Face war einfach hier am besten. Warte mal. Die diesjährigen Lattenteilnehmer. Wo bin ich denn? Wieso bin ich im letzten hinteren Ecke? So, warte. Warum muss ich nach hinten? So. Bist du alle drauf? Boah, geil, das Foto ist geil. So, hier sind sie, die Lappen alle. So, ein T-Shirt gab es auch. Hier sind nochmal die Tourdaten drauf. Kann man das sehen? Kannst du nicht sehen, ne? Siehst du nicht. Das siehst du nicht, das kannst du nicht sehen. Das kannst du nicht sehen. Also wir haben auch hier einen VZ-Teppich mit Pool. Ja, servus! Schön, dass du dabei bist. Wir sind hier im wunderschönen Bouillon gelandet, in Belgien, im offiziellen Trailpark. Wir werden jetzt mal hier ein paar Trails rocken. Wir machen zwei Touren, einmal 840 Höhenmeter und einmal 900. Das war, wir können. Nee, weil wir einfach fett sind. Hier, siehst du ja, ne? Beides mit einem Akku ist ein bisschen schwierig, deswegen machen wir eine Zwei-Akku-Tour hier. Ingo ist dabei. Sven ist dabei, Christoph ist dabei, Ralle ist dabei, ich bin dabei. Oh, Wessi ist ja schon zum anderen Campingplatz gefahren, wo wir nachher hinfahren. Wir fahren nämlich nachher nach Remo-Schorms. Da geht es nämlich morgen in den Trailpark. Jetzt gibt es erstmal hier das Video von dem Trailpark hier im Bouillon. Die Bodenverhältnisse hier würde ich als Feuchtgebiete betiteln. Achso, übrigens, mir ist gestern beim krassen Sturz hier die Halterung oben an dem Helm abgerissen. Also nehme ich dich jetzt an die Brust, ja, oder eventuell auch an den Chin-Mount. Habe ich auch noch nicht ausprobiert, also bis später. So, nach etlichen Versuchen und wir hätten uns schon fast alle getrennt hier, haben wir es jetzt endlich geschafft, die einzufinden, La Nonette. Wahrscheinlich eine Nonne. Ah, ich fahre dann mal vor. Immer muss ich vorfahren, also ein Parcours de Difficile hier in Belgien, im Trailpark Bouillon. Und wir fahren den jetzt alle blind. Keiner kennt den. Der soll nämlich tatsächlich hier blau sein. Und wir schauen mal, wie der sich entwickelt. Bis jetzt ist der tretlastig und geht noch nicht bergab. Den fahre ich nicht. Wow. Kopf einziehen. Gut, bis jetzt ist der eigentlich safe, ganz nice. Rollt sich hier so, schlängelt sich hier so durch. Jetzt haben wir auch ein bisschen abfallendes Gelände. Ah! Ah! Gekonnt vorbeigeschlängelt! Oh, scheiße! So, hier könnte sich das jetzt verändern. Ah, der ist cool. Okay, kannst du machen. Ja, genau, da sind wir an der Straße, genau. Ja, dann müssen wir unten. Aber das war jetzt wirklich mal blauer, ne? Also der war schön, ne, zum Reinkommen. Ja. Das war die 1, Trail Nummer 1, La Nonette. Oder Nonette. War easier, als auf dem Weg zu bleiben. Und jetzt fahren wir wieder hoch zur 2.
Oh, also bei den Blauen sind wir uns alle einig. Der war super zum Reinkommen jetzt. Der erste Blaue. Jetzt fahren wir einen Roten. Danach fahren wir einen Schwarzen, die 3. Und dann fahren wir wieder einen Roten, die 4. Fahren wir auch alle blind wieder. Jetzt kommt erstmal der Rote, die Nummer 2. Der wird ganz anders wie der Blaue gerade. Passage Technique non, also keine Umfahrung. Mal kurz die Figur. Technische Passagen. Letzte Möglichkeit zum Aussteigen. Ja, genau. Erster! Difficil. Weißt du viel, wie schön aufpassen hier. Also der ist jetzt rot. Ich sag euch was, wenn die Belgier sagen, der ist rot, dann ist der bei uns schon schwarz. Woo! Oh, nice! Geil! Ich kenn mal seinen Vater. Oh. So ein Sprung, nasse Wurzeln, finde ich persönlich auch not so nice. Aber, oh doch, das geht. Das geht gut. Okay, ich muss jetzt erstmal wenig bis gar keine Sicht kriegen hier mit meiner beschlagenen Brille. Ich sehe auch gar keine Wurzel leider. I don't see anything. Okay, also ich fahre jetzt weiter, weil ich hier irgendwie gerade... Ja, ist halt nur noch rot, ne? Ja, wir sind halt nur auf rot. Ah, da ist der Ausgang. Hier ist, glaube ich, der Ausgang. Oder? Oh, ne, der geht noch weiter. Du Wahnsinniger, ey. Also unten wurde es ganz schön schnell. Nee, habe ich gesehen. Da sah auch ein bisschen Panik, hat man gesehen. Also er hatte nicht übertrieben, wo er gesagt hat, dass es ein bisschen scary ist. Ja. So, das war die 2, the red one, die eine Steep Session, dieses steile Stück, ich bin das jetzt nicht gefahren, Christoph ist das gefahren, das ist schon echt, das ist schon eine harte Nummer gewesen, also das war schon krass, Christoph sagt, er kam unten fast nicht zum Stehen, also wenn das trocken ist, sicherlich fahrbar, aber jetzt im Nassen, also ich hatte gestern einen Nahtensturz und das muss ich nicht nochmal haben. Bis gleich, bei der 3, die ist übrigens schwarz, jetzt wird es richtig krass. So, wir fahren die jetzt Tables, die 3. Sind das krasse Tables oder was? La DH. Parcours-Expert. Also probier jetzt einfach, ne? 2 Tables, aber natürlich nicht gecleant. Wir wissen ja auch gar nicht, was hier kommt. Wow, wuhu! Wow, der ist aber hier schon da! Wow! Wow, under control!
Nice! I love it! Oh, Radar, was war? Ah, nice, 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 nice! Boah, das ist Deep Session! Oh! Hä? Wow, Radar, was machst du denn? Jetzt wird's ein bisschen zu tricky. Ei, 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 ei. Warte mal. Eher so ein DH-Track, der ist gebaut, ne? Voll geil. Aber ich hab grad die Lines manchmal nicht gefunden. Voll geil. Hast du die alle links, rechts ausgefahren? Weil ich finde, da dachte ich, oh, geht's da rein? Geht's da nicht rein? Sind die alle gefahren, ja? But that one, no, that's a big one. That's a big one, hat er gesagt. Was? That's scary as hell. Scary as hell. I don't do that shit. Fahren wir hier weiter? Hier war ein Drop. Hier ist noch einer. Oh. Ah, okay, da ist ein Step Up. Ah, da war auch noch Deep Session. Ah, nice. Der ist ja geil, ey. Ah, der ist richtig nice. Ja, das ist halt so ein typischer Trail, da musst du zwei, dreimal fahren, ja, und kannst du richtig laufen. Beim zweiten Mal kannst du schon laufen lassen, glaube ich. Der ist richtig geil. Dem Linien-Lars? Ich bin seiner Linie gefolgt. We lost. Du schwitzt schon? Ah, nein. Boah, der Christoph ist so aggressiv am Fahren hier, ey. Was ist mit ihm? Der Aggressive! Der aggressive Christoph! Ja, richtig reinhacken! Boah, dieser aggressive Christoph, ey! Ah, danke, Ralle. Nice, Mann. Oh, das war die 3. Also allein schon für diesen Trail lohnt es sich schon hier hinzufahren. Der war richtig nice. Ey Leute, der Trail war der Wahnsinn. Jetzt erstmal hoch. Wir fahren zu 4. Der ist rot. Wieder mal blind. Bis gleich auf dem Trail. Hier kommt nochmal der aggressive Christoph. Fährt hier aggressiv an mir vorbei. Was er hier raushängen lässt, das ist der Wahnsinn. Fährt wieder alles, ja. Wir können wieder alle einpacken. Versagen auf ganzer Linie. Der Linien-Lars hat voll versagt. Wir fahren jetzt wieder hoch zu dem Junge, der uns auf seinem Rock Rider 120 mm mit Totalschadengabel, ja, einfach mal so hinterherfährt, als wenn er, weiß ich nicht, ich weiß gar nicht, was der macht, wenn der einen Fully hat, der Junge, aber so lernt man Fahrradfahren, wa? Wir sehen uns auf dem Trail, bis gleich. Ich wollte gerade sagen, alleine. Ralle! Scheiße! Tut mir leid. Ja! Ralle hat sich hier aufgehangen, ey, Mann! Ralle, du hattest noch keinen Akkuwechsel und nichts. Ist da alles in Ordnung bei dir? Nee, du hast den Akku eben nicht gewechselt. Hör mal, da war jetzt keine Beschilderung, gar nichts. Nee, hätten wir die gefunden. Hätten wir nicht gefunden. Also schon nicht. Hätten wir nicht gefunden, Ingo. Bei unserer Navigationstechnik, die wir haben. And then two drops. They like big drops. Big drops. First. Guck so nach oben. Yeah, but it's like drop, flat, drop. Ah, okay. You can have like a very steep down just, or you can do drop. That's a very big drop. Okay. Like 4 meters down. 4 Meter. Maybe 3. Christoph, fährst du vor? Die geil drauf, ey. Also hier ist so ein kleiner Belgier, der fühlt uns hier, der ist 17 Jahre alt, der hat einen Rock Rider von Decathlon, ja. Er sagt, da sind 2 Drops, die sind halb so wild, also man kann die hintereinander fahren, man kann aber auch beide fahren, das werden dann so nur 4 Meter. Also hat der Junge mit dem Rock Rider gesagt, ne? Also wir gucken jetzt mal, ob wir den fahren.
oder nicht. Vor allem, ja genau, die Gabel ist ja kaputt, habe ich ja schon erzählt, gerade beim Hochfahren. Ja, Christoph, du willst vorfahren lassen, ne? Mal gucken, keine Ahnung. Christoph, aka fährt alles, fährt vor auf jeden Fall. Okay, dann sehen wir uns gleich, wa? Wenn wir am Drop stehen. So, wir haben jetzt mal ein kleines Bildrätsel für euch hier. Blende ich nur ganz kurz ein, also ihr habt maximal drei Sekunden Bedenkzeit. Ralle sagt, mach es nicht, weil Ralle konnte halt lösen. Das ist dann der. Platz gewusst. So. Da. Ja. So. Jetzt habt ihr selber das Zepter in der Hand. Ja, wir müssen auch auflösen. Ne? Alle kommen. Nein, ich löse nicht auf. Ich dachte nochmal extra hier, damit ihr wisst, was los ist. Der Junge mit dem Hardtrail, mit dem Hardtail Rock Rider. Ja, fährt hier vor. Christoph, aka, ich fahr alles, ist dahinter. Boah, stehst du quer, siehst du mehr, oder? Ja. Hier ist a little bit, that's like the flower trail here. A lot of roots. Wenn er jetzt direkt gefahren wäre, wäre ich hinterher gefahren. Junge, der hat einen Dogrider. Das kann doch nicht sein. Ich gehe sofort nach Decathlon nach dem Video und kaufe mir ein neues Fahrrad. Roll down. Okay. Okay, drop. This the first one you can roll. Second one you I jump. Yep, yep, yep. Okay. This one is okay. No big thing. Na gut, das Rock Rider. Auch das fährt das. Leute, das ist die Decathlon-Werbung hier. Rock Riders. Yes, I'm trying. Easy peasy, oder? Easy, locker. Ja, ganz locker. Sah ganz schön verkrampft aus. Ja, war ich auch. Das sieht wieder entspannter aus. Ja. Tomorrow is a new day, yes. Oh! Boah! Ja, weiß nicht, das war noch, ich bin noch nicht im Flow. That is called a hospital drop, I think. This is a serious one, yeah. I tried. Nein! Christoph, hör auf, bitte. Why not? Alter, nein. This is called a hospital trick. Oh no. Scheiße, wo fahre ich denn hier rein? Wow, das könnt ihr nicht sehen, Leute. Das seht ihr nicht. Ha! Warte mal. Alter, der ist ja wahnsinniger. Easy peasy, mach Bock. Jawohl. Oh, einfach. Oh, alle. Mann, ey, der Ralf fährt auch alles, Leute. This is called a hospital drop. Why is it called a hospital drop? Wir fahren jetzt mal hier dem Rockrider hinterher. Ja? Ich will einfach mal gucken, wie das so abläuft hier. Ich kann mir das ja gar nicht vorstellen, dass der Junge so viel fährt hier mit seinem Bike. Das ist ja der Hammer, Leute. Das war nicht meine Leine. Oh, hier geht's jetzt weiter. Okay. Oh mein Gott! Der Heiland! Oh. Junge, Junge, Junge! Was called the hospital route? Hey, ja? Okay, dann gib jetzt mal einfach Gas.
Nice. Ah, wir kommen an der Bank raus. Ah, nice. Hier sind wir, Leute. Ah, nice one. Good. Nice one. Give me a name. What? Daniel. Danger. So Leute, das war jetzt die 4, ne? Keine Ahnung wie der heißt, hätten wir wahrscheinlich nicht gefunden ohne Local Daniel. Wir nennen ihn liebevoll Daniel Danger. Ja, also das war schon echt übel, was der Junge mit dem Rockrider abgezogen hat, also Wahnsinn. Wir fahren jetzt zum Auto, wechseln den Akku und dann fahren wir auf die andere Seite. 5, 6, 7 warten noch. Bis gleich.